So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Und ich muss ganz ehrlich mal gucken, denn ich habe schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie es nochmal ging. Nochmal wieder komplett von vorne lernen eigentlich, ne? So, ich wollte einfach jetzt mal gucken, wie das ist mit unseren Floß. Genau. Weil wir müssen definitiv... Ah, das ist fuck. Wir brauchen Stoff. Und ohne Stoff geht das hier einfach nicht. Gyroskopter. Ohne Stoff geht das nicht. Wir müssen eigentlich die Insel mal wirklich verlassen. Bloß dafür brauchen wir dringend Stoff. Und wenn wir keinen Stoff haben, dann wird das hier alles nichts. War es beim letzten Mal auch schon so mitten umrandet? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht haben die ja schon wieder ein Update gemacht und ich habe davon nichts mitgekriegt. Oder? Ich weiß es nicht. So. Was machen wir als nächstes? Geh weg da. Weil wir wollten eigentlich mal ganz gerne... Was sagt unser... guck mal, das ist alles... Wir müssen Stoff haben. Ohne Stoff geht das nicht. Entweder hat jetzt das Schiff hier nochmal Stoff. Irgendwo versteckt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was sagt die Uhr? 7.42 Uhr, ja, folgedessen wird es ja erst tags. Das ist ja super. Ich hoffe, dass es 7.42 Uhr ist, nicht, dass es 19.42 Uhr ist. Weil Kokosnuss wird auch knapp und man kann sich hier nicht andauernd von Kokosnuss ernähren, da man davon Dünnflatter kriegt. Und Dünnflatter ist nicht gut für uns. Denn davon werden wir krank, verlieren Flüssigkeiten und sterben letzten Endes irgendwann mal daran. Ja, ich habe mich verdrückt, danke. So. Nein, nicht den Knüppel! So. Genau, lassen wir den mal fallen. Ich habe auch immer noch kein Dings gemacht, ne? Wo ist mein Messer? Oh, das hat er auch fallen gelassen. Dann lass uns doch mal gleich nochmal zum Boot hin. Und schauen wir mal, ob wir da irgendwie... doch noch was übersehen haben vielleicht. Und hoffen wir mal einfach mal, dass wir da was übersehen haben. Ja. Leer? Gut. Und wir brauchen auch Stoff, um die nächste Werkzeugtasche zu machen. Folgedessen ist es gar nicht mehr so schlecht, wenn wir jetzt einfach... Deswegen... Wo ist unser... Und wir haben so viele Sachen nicht mehr, ne? Und das ist hier nur Plane. Mit Plane können wir leider nicht viel anfangen. Wie können wir Sachen... reinpacken? Warte mal. Nee, geht das nicht? Nee. Wie kriege ich Sachen in die Kiste gelagert? Ah, Rucksack. Oh Gott. Ein bisschen doof bin ich schon, ne? Hier der Hammer. Das erstmal und das. Oh, ja, ist voll. So. Nun stellt sich mir die Frage, wo verdammt nochmal ist mein... Oh. Ah! Mein Fischerspeer. Ah, habe ich einen Snellslot. Okay. Snellslot. Snellslot habe ich dafür gemacht. Wir müssen... Moment. Aber nochmal um das... Nee, okay. Ach, komm schon. Das Problem ist, ich habe wieder The Forest gespielt. Und dann verwechsel ich die Tasten jetzt untereinander, ne? Das ist natürlich echt doof gelaufen. Kann ich schneller schwimmen? Diese Dinger, die Kugeln brauchen wir unbedingt nochmal. So. So ein kleiner Hai. Kleiner Hai. Kein Problem soweit. Jetzt haben wir hier. Ist hier keine Fächer? Da sind noch Spenden. Habe ich da nochmal reingeschaut? Hier ein Benzinkanister. Könnten wir, ach, und da natürlich ein Dings. Ja, scheiße. Komm, einmal auftauchen wieder, sonst geht es uns hier gar nicht so gut. Ah! Wir brauchen Stoff. Ohne Stoff habe ich das Gefühl, kommen wir nicht von dieser Insel runter.
Nimm die Holzkiste aber mit. Da hinten ist auch ein super leckerer, großer Fisch. Laderaum. Mal gucken. Hier sind auch noch... Alter, allein schon deswegen können wir, ist dieses Wrack eigentlich Gold wert, ne? Durch diesen Laderaum mit anderen Sachen. Wir müssen unbedingt Stufe 2 von unseren Gürtel haben. Weil dann... Ja, ist ja gut. Weil dann... Kommen wir hier durch? Ne, die ist kaputt, da kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich können wir die aufhauen oder so ein Scheiß, aber die kriegen wir so nicht. Wollen wir mal gucken, dass der... Oh, fuck! Wie ist das denn geschehen? Oh, Mann, da. Na toll. Haben wir Antibiotikum irgendwo da? Ne, das wäre natürlich zu gut jetzt gerade, ne? Da ist uns so ein scheiß Teufelsfisch, hätte ich beinahe gesagt. Ist es da? Ja. Ist uns da tatsächlich angebumst? Und hat uns direkt vergiftet einmal. Oh, scheiße. Und jetzt wird's schwierig. Das heißt, also. Wir gucken jetzt erstmal, was in den Kisten drin sind und nehmen uns einmal das Pipi hier mit. Wo war das Pipi? Warum geht da dieser rote Balken? Sterben wir jetzt so schnell oder was? Das wäre jetzt ziemlich unlogisch, weil wir so schnell jetzt Antigift bringen müssen. Nee, ich glaube, das ist einfach nur meine Ausdauer gewesen. So. Da hier jetzt irgendeine Palme ist. Komm, wir gucken jetzt mal, was in der Kiste ist. Fuck, ey. Gut. Hoffentlich ist was Gutes. Ein Speer. Und eine Taschenlampe. Gut, für ein andermal. Taschenlampen sind an und für sich ja gar nicht mehr so schlecht. An und für sich. Okay, das Problem ist, jetzt müssen wir die Insel verlassen und gucken. Also erstmal machen wir uns einen Flaschen, also hier nochmal einen Kokosnuss mitnehmen. Das ist so ärgerlich einfach jetzt. Und wir müssen diese Insel wiederfinden. Haben wir Kompass hier im Start? Bestimmt habe ich den irgendwo weggeschmissen hier, ne? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mich ärgert das richtig doll jetzt, ne? Dieser Kack-Teufelsfisch da oder was es da ist. Da. Na komm. So. Genau. Und daraus wird Gegengift hergestellt, genau. Und jetzt? Aber wie mache ich das denn nochmal? Aber kann ich noch gar nicht machen, ne? Nein, nein. Dazu fehlt mir zweimal das Dingszeugs. Wollen wir mal das mal gucken schnell? Vielleicht hätte ja sein können, dass sie was irgendwas ändern netterweise mal. Aloe Vera. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich das nicht herstellen kann. Dass ich kein Gegengift herstellen kann. Das wäre der Hammer, oder? Jetzt nicht euer Ernst. Geil, aber ich kann eine Schiene herstellen. Leute, ich kann kein Gegengift herstellen. Weil ich das noch nicht gelernt habe. Das heißt, ich bin zum Sterben verurteilt. Wie soll ich mir denn jetzt da mich heilen? Ich verstehe es nicht. Dieses Spiel macht mich fertig. So, komm. Gucken wir mal, ob wir unseren Rettungspaket... Ja, halt mir das Ding noch nicht die ganze Zeit vor unserer Nase. Ob wir hier vielleicht irgendwas drin haben in unserem Schlauchboot. Wir haben Kompass drin. Was ist das? Klebeband. Geil. Na komm. Damit werden wir auf jeden Fall gesundheitlich schon mal ziemlich gut drauf. Oh Mann, hör doch mal bitte auf jetzt. So. Welcher Knopf war das nochmal? R1? Nein. Wo ist mein Inventar jetzt?
Da. Somit sollten wir ernährungstechnisch ziemlich, ja gut, halbwegs gut drauf sein. Ich war der Meinung, damals auf dem PC war das so, dass du... Nein. Oh bitte, jetzt kommt schon. Muss ich... Ach, ich darf nichts in der Hand haben, ne? War das so? Hör doch mal auf jetzt. Wie war das nochmal? Genau so. Mir persönlich wäre es jetzt lieber gewesen, hätten wir... Nimm das Paddel in die Hand. Genau. Und zum Bedienen. Los! Geil, in die verkehrte Richtung bedient. Boah! Wie kann man das aufhören? Was ist das? Aha. Warte so. Aber mal so fallen lassen. Ich habe keinen Bock, das in meinen Clip reinzuhängen. Noch so ein Ding, Alter. Diese fiesen Fallen, ey. Wir kommen her jetzt. So. Das hat uns ja jetzt wirklich was geholfen. Ist das möglich, dass das Boot hier gerade untergeht? Was war denn das bitte jetzt? Die nächste Insel, da vorne hin. Attacke. Ja, ich, wie gesagt, wegen dem Dings ist allein schon Gold wert, ne? Wegen den ganzen Sachen, die im großen Schiff drin sind. Die Kugeln und die, also die Bojen und die Reifen. Weil damit kann man sich wunderbar ein schönes Fluss zusammenbauen. Nur ist es jetzt schlecht mit dem Pipi. Oder mit allem dem, was damit zusammenhängt. Und Stoff. Werden wir hier jetzt nicht glücklich auf dieser Insel. Ich hätte mir gerne, bevor wir von Insel zu Insel fahren... Am liebsten ein neues Floß gebaut. Aber. Das war schon. Aber. Allein schon deswegen, ne? Das dauert und dauert und dauert und dauert. Ich könnte euch ein Liedchen vorsingen in der Zeit, aber ich habe keine Lust. Das mache ich in den Livestream ganz gerne mal. Ah, wir sind ja gleich da. Sieht gut aus, die Insel, für so, so eine Base oder so. Ich habe mir vorgestellt, wenn man so eine kleine Halbinsel auf der Base findet, auf der Insel findet, können wir da vielleicht eine Base aufbauen. Aber dafür muss es genügend Vorräte an... Denkst du, was ist denn da hinter der Insel da los? Ist das ein Ozeankreuzer da? Was ist denn das? Ein Sternzerstörer, würde ich gerade sagen. Ein Flugzeugträger? Oder einfach nur eine weitere Insel? Oh, das könnte interessant werden. Was war das? Was war denn das? Ich glaube, das ist einfach nur eine weitere Insel. Hä? Das sieht aber merkwürdig aus, als würde diese Insel schweben. Das ist, glaube ich, so eine Station oder so. Oder einfach nur eine weitere Insel, einfach nur. Oh, ich würde mir das so gerne näher angucken. Nur habe ich das Fernglas jetzt da gelassen, ne? Sag mal, bummst du da die ganze Zeit ein Hai an, oder was? Wow. So was habe ich hier in dem Spiel auch noch nie gesehen. Aha, Hai. Hai auch. Ja, halte ich schon. Und lass einfach mal fallen. Ja, warum einfach nicht darüber werfen? Genau.
Inselspringen nennt sich das Ganze. Das Problem ist, hier haben wir kein... Was? So weit weg ist und... Ne, wir sind da. Okay, jetzt wird es aber interessant. Welche Insel hatten wir vorher? Ich glaube, wir sind hier gerade zugefahren, ne? Also wenn man die ganze Perspektive von der anderen Insel aus begutachtet, dann wird es problematisch, weil dann weiß man nicht, wo man gewesen ist. Nein, die rechte Insel war meine Insel. Die linke Insel, die hat einen Felsen in der Mitte. Was ist denn das? Aufpassen wegen Schlangen übrigens. Und aufpassen, dass wir Pipi finden. Die Sache ist die, wenn ich mich jetzt nicht heilen kann, ne? Dann ist das gewesen. Dann sind wir im Arsch. Aber das ist eine Insel, die könnte was werden. Mann! Oh. Wie was? Oh, greift die mich an? Nee, ich dachte, halt die Klappe jetzt, hässliche Schlange. Geil. Wow. Die kann ab, wa? Ah! Jetzt wird's schwierig. Mit Gift und so. Das war immer noch nicht alles. Nee, ich glaube, jetzt hat sich's erledigt. Oh Gott! Wenn wir so weitermachen, sind wir gleich tot. Wie kann das sein, dass sie so flapp kann? Ich glaube, uns geht's gar nicht gut. Scheiß Nike. Oh, ist disgusting. Egal. Okay. Okay. Was ist das? Ein Stein. Ein Stein. A Stone. Schlagkraut. Dieses Pipi jetzt mal, ne? Halten, fallen lassen, benutzen. Okay. Muss man mitnehmen. Du hast nicht genügend Platz im Inventar. Ist das so, ja? Okay, wir müssen irgendwie die Nacht hier verbringen. Das ist echt schlecht. Deswegen, wir müssen uns mal gucken, dass wir ein kleines Kämpchen... Achso, ich wollte gerade sagen, wow, was für eine Insel. Aber dabei war dieser Schatten von diesem Herstellungsteil. Ja, was bleibt uns anders übrig, ne? Wir müssen gucken, dass wir... uns jetzt einen Unterschlupf bauen zum Schlafen. Na, das kann ja noch Ewigkeiten dauern hier. Und da haben wir es. So, ist es hier genauso mit den Anguckenden auch? Boah. Komm, geh ab! Geh ab! Kann nicht so lange dauern jetzt. Okay. Yeah. Okay, ich habe mir so vorgestellt am Strand irgendwie. Aber so ein bisschen. So, warte mal. Hey, da ist schon ein Unterschlupf. Okay, platzieren wir hier. Schlafen. Und speichern. Werden wir gleich vergiftet gespeichert. Jo, wie hoch ist unsere Lebensenergie? Ich glaube, das wird echt schwierig mit uns. Okay, einmal speichern. Erledigt.
Da haben wir ein Versteck gefunden. Ich hoffe, dass da irgendwas Wichtiges drin ist. Und keine Schlangen mehr, bitte. Guck mal, wie genau das gebaut worden ist. Mit sehr viel Liebe zum Detail, dieses Spiel. Wahnsinn. Ist Frechheit, oder? Dafür gibt man Geld aus. Ja gut, so teuer war das Spiel jetzt noch nicht, ne? Also. Was ist denn das? Ach so, wieder ein Lampe. Ja, lass die mal mitnehmen. Die können wir gut gebrauchen. Die Holzkiste später vielleicht, ne, Skeletti? Also ich muss sagen, auf PC war das liebevoller gemacht, das Ganze hier. Das ist ehrlich... Ehrlich wahr. Und was ist das? Ich wünsche mir nicht, dass das irgendwie eine Insel ist, die auch in der Luft fliegt, ne? Meine Fresse, dann werde ich sauer. So, pass auf. Ach komm. Komm, hör auf. So. Das tun wir mal hier hin. Ah, sind wir in der Lage, noch ein Feuer zu bauen? Nee, warte. Na, wahrscheinlich nicht. Müssen wir Holz sammeln einmal. Damit wir was zu essen kriegen und vor allen Dingen auch was zu trinken. Und darauf achten, keine Schlangen mehr, bitte. Ich weiß nicht. Kriegen wir 3 Kokosnüsse? Ah, guck mal. Kriegen wir es hin mit 3 Kokosnüssen? Und dass wir gleich sterben müssen an... Oh komm, lass fallen. Oh, das Messer hat gleich mit weggeworfen. Das ist immer sehr dumm, ne? Mein Messer gleich weggeworfen. Naja, dann. So, ich glaub. Ja, genau! Ach, Kacke! Jetzt wird's schwierig. Vergiftung, Durchfall. Mhm. Schweinchen. Ja, ich weiß, du musst Wasser finden. Finden wir auch gleich. Kriegen wir gleich hin. Ich muss jetzt nur mal kurz gucken, ob wir Pipi haben hier. Wo ist denn mein Floß? Da hatten wir doch noch was. Ein Überlebungspack drinne. Müssen wir nicht gleich sterben, da. So, das sollte erstmal. Ja, aber unsere Lebensenergie sinkt. Das heißt, ja, wir werden sterben. War jetzt auch nicht unbedingt clever von uns, dass wir uns haben gleich 2-mal von der Schlange beißen lassen. Aber besser jetzt, als wenn wir das dann haben. Na komm. Na komm, nimm mit. Nimm mit! Besser jetzt, als wenn wir das dann machen. Wenn wir... Also nicht vergiftet werden. Genau. Aber die Pipi, schlechte Karten hier und so, ne? Mit einem Schiffswrack, ja, da weiß ich auch nicht so ganz, was wir hier... Hier ist eine potenzielle gute Insel eigentlich. Komm, lass uns mal zum Schiffswrack runtergehen. Das mit Pipi ist jetzt eben halt so. Wenn ich jetzt hier keine Pipi finde, was soll ich denn machen? Dann kriegen wir keine Pipi. Jukas. Irgendwie muss es doch möglich sein, abgesehen davon... Oder abgesehen von... Von unseren Lebensenergie, hätte ich beinahe gesagt. Guck mal, hier sind auch solche Kugeln noch drauf. Von unserer... unseren Status, also von unserem Level, uns Heilungsdinge zu bauen, Medizin zu bauen. Das kann ja nicht sein, dass wir uns vergiften gleich am Anfang, dass wir dann des Todes sind.
Könnten hier mal wichtige Sachen drin sein? Da, ich habe die Sache gefunden. Ja, was denn? Kein Platz im Inventar, am Arsch hängt der Hammer. So viele Sachen habe ich doch gar nicht. Okay, doch. Nimm alles zurück. Ach, warte mal, dann können wir doch einfach mal was herstellen. Wenn wir so viele kleine Dinge jetzt haben, dann lass uns das nochmal schnell herstellen. So, war den Rucksack. Jetzt sollten wir Platz haben. Fehllebensmittel. Genau, den Rest können wir später nochmal holen. Sollten wir dann wirklich Bedarf haben. Was? Stoff! Oh, das brauchen wir jetzt aber. Das ist wichtig. Was mache ich frei? Oh ja, bitte. Ach komm schon, warte mal. Lass mal ganz kurz Land und so. Und dann können wir... Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Und nochmal Stoff. Oh Gott. Das ist ja hier... Und Plane. Das ist ja hier ein Traum. Okay. Ja, schon ganz frohlockend hier. So. Den Knüppel schmieden wir hier mal weg. So, genau. Und Planke. Und ja, Pipi, als ob ich Pipi wegschmeißen würde. Und Speer möchte ich auch nicht wegschmeißen. So, komm. Lass uns das Stoff mitnehmen. Aha! So. Das heißt jetzt für uns was? Können wir jetzt endlich coole Dinge herstellen? Wie zum Beispiel... Willst du mich verarschen? Ja, ist ja schön und gut, aber hey. Ach, das brauchen wir mit Stufe 3, ne? Och, komm schon, Leute, ehrlich. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Gott, nee. Aber wir können schon mal anfangen, unsere... unseren Fluss zu bauen. Wieso müssen wir Wasser finden? Ich dachte, unser Wasservorrat hätten wir damit gedeckt. Ich dachte, wir hätten unseren Wasservorrat gedeckt. Wieso? Warte mal, was haben wir hier? Oh, Alter, ich dachte, hey, das ist doch so ein Überlebenspäckchen. Da kriegt man doch alles mit dabei. Ja. Aber wahrscheinlich die Vergiftung oder so sorgt dafür, dass wir einfach mehr Wasser brauchen werden. Das ist allerdings möglich. Das ist eine Seegurke. Wieder auf und ab springt da oben noch, ne? Nimm mich mit, nimm mich mit. Ja, ich komme jetzt. So. Ja, klasse. Wir haben das Ding in der Hand. Toll. Habe ich jetzt schon wieder mein Messer irgendwo hingeworfen? So, wäre hier noch irgendwo eine Kiste. Kann ich nicht raufklettern? Warte mal, stand doch gerade. Warum ist noch eine Kiste? Warte mal. Ne, ist auch nicht richtig. Ah, wie war ich? Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Hab. Nimm mir mit. Ja, klasse. So, dann lass es doch mal luschen.
Stufe 3, ja? Warte mal, lass uns mal gucken, was kostet jetzt so ein Werkzeuggürtel? So einen dritten Werkzeuggürtel hier. Stufe 3. Was brauche ich dafür? Stoff und noch? Rohleder. Ich habe doch Rohleder, aber in einer anderen Base. Oh. Was ist jetzt unser Problem? Ja, wahrscheinlich unser Leben. Oh, wenn wir hier nicht lebend rauskommen, Freunde. Denk nach. Was wolltest du machen, Thomas? Das wollten wir machen. Hopp. Abwerfen. Ja, genau. Genau. Mein Messer wollte ich auch gerne mitnehmen. Ja, unbedingt. So. So, gut. Bauen wir. Und zwar. Nee, wir gehen dahin. Hä, wieso kann ich nicht navigieren? Hä? Ich will das... Leute... Wieso kann ich nicht navigieren? Ein Hammer. Und den habe ich auch in einer... Entschuldigung. Okay. Das heißt, wir gucken uns nochmal hier um, ob wir Pipi finden. Und dann wollen wir hoffen, dass wir in die andere Base zurück können und das überleben. Hammer. Oh, fuck off, ey. Wir hätten damit rechnen können. Dass wir hier so coole Sachen jetzt finden. Wenn alles gut geht, könnten wir in einer anderen Base... Aber es ist ja auch kein Antibiotikum gibt. Wir werden hier verrecken einfach. Wir werden an Vergiftung sterben. Da wir uns ja keinen... Doch, in einer Base haben wir Leder. Oh, aber trotzdem. Frag mich, wie können die hier überleben, ne? Das ist eine schwierige Folge heute, Leute. Und die nächste wird auch nicht viel einfacher. Okay, das heißt, wir müssen zurück zu einer Base. Weil diese Insel so viel Potenzial hätte, einfach um eine Base aufzustellen. Hier. Alter, das ist so liebevoll gestaltet hier, das hier. Ich finde das so hübsch gemacht. Dankeschön, liebe Entwickler, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt mit diesem Spiel. Was echt schade ist, weil es auf dem PC geil läuft, ne? Also auf dem PC sah es echt gut aus. Wo ist mein scheiß Dingens? Floß. Da. Na toll. Jetzt fahren wir mit Pipi spazieren. Und dabei bin ich neugierig, was dieses andere Ding hinten ist. Das hier, was da oben rechts anzusehen ist. Ich wüsste zu gerne, was das ist. Unbedingt, ehrlich gesagt. Nutzt es doch. Nein! Ach, es ist ärgerlich. Und wieder Zeug paddeln. So, Freunde, ob wir das überleben werden, das werden wir vielleicht in der nächsten Folge erfahren. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, ihr Lieben.